Wie die schwedische Zeitung Expressen berichtet, beschäftigt sich der FC Chelsea mit Arnel Ahmed Hodžić. Der von der Presse Abwehr-Zlatan getaufte Innenverteidiger kommt wie Zlatan Ibrahimovic gebürtig aus Malmö und hat ebenfalls bosnische Wurzeln. Im Gegensatz zu seinem prominenten Landsmann entschied sich Ahmed Hodžić nach dem Länderspieldebüt in einem Test im Januar für Schweden inzwischen für Bosnien-Herzegowina und debütierte im September in den EM-Playoffs gegen Nordirland. Der 21-Jährige gilt als großes Talent und spielt nach einem Abstecher zu Nottingham Forest inzwischen in der Heimat für Malmö FF. Dort hat er noch einen Vertrag bis 2023. Chelsea soll bereit sein, knapp 8 Millionen Euro als Ablöse zu zahlen. Atletico Madrid hat seinen Nachfolger für den am Deadline-Day zu Arsenal abgewanderten Thomas Partey gefunden. Laut Sky Italia haben die Spanier ein Angebot über 20 Millionen Euro für Geoffrey Kondogbia von Valencia abgegeben. Cadena Ser berichtet, dass der defensive Mittelfeldspieler bereits am Sonntag seinen Vertrag unterzeichnen soll. Das Transferfenster ist eigentlich seit mehr als 3 Wochen geschlossen. Atletico profitiert aber von einer Sonderregel, da Partey den Club dank einer Ausstiegsklausel verließ und kann deshalb noch bis zum kommenden Freitag aktiv werden. Kondogbia stand die ersten 5 Spieltage noch in der Startelf bei Valencia, schaffte es aber in den beiden vergangenen Partien nicht mehr in den Kader.